glaube, so um die 270 Euro, jetzt kostet er mittlerweile 370 Euro. Weswegen ich den, mir man den empfohlen hat, ist die Beschichtung, weil ich hatte stand ganz am Anfang, ich wollte einfach nur einen Biggesee dann einfach nur Camping machen und nicht frieren. Und so habe ich mir den Schlafsack dann andrehen oder andrehen lassen. Empfohlen, habe den gekauft wegen der Beschichtung. Und dass der für Buschwaffen wäre natürlich jetzt optimal, weil der hat das ist eine Art fast ein Biwak-Schlafsack, weil die Außenbeschichtung relativ wasserresistent ist. Und er ist wirklich äußerst warm, also okay, also das sind aber alle Down-Schlafsäcke. Und sehr angenehm. Also die Reißverschlüsse, da merkt man, das geht alles ruckzuck da. Die Butter, ist noch Camilleras, todo. Gläser 500, Gläser 500, Gläser 500 for mountain equipment for winter. And the outside is coated with a special fabric. And this is the weight. So I can weigh this something about 1 kilogram, and you see the difference put down and peso, voy a pesarlo. A ver qué hay aquí. ¿Sí? Oh, 1 kilo 155 500 gram Daune, aber es ist relativ schwer. 1000, also für heutige Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob die neueren Modelle leichter sind. 1155 mil 1155, also verglichen mit einem Cumulus ist natürlich schwer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich hier etwas, was wo die Beschichtung sehr wasserunempfindlich ist, so dass ich mir vorstellen kann, mit dem habe ich noch nie gemacht, mit dem auch ohne Zelt zu schlafen, also nur mit dem Tarp. Und der fühlt sich jetzt, also wirklich 1 Kilo 1100, der ist natürlich hier riesig und super bequem. Ich hoffe, dass es noch viele Jahre hält. Was ich auch espero que, como veis el tamaño, aquí así luego se comprime, se hace así pequeñito, se hace así como esa bolsa, luego así de pequeño. Y una ventaja que tienen los de pluma, que muchos no lo saben, es que si se cuidan bien, duran muchos años. En comparación, los sintéticos se estropean antes si no usarlo el material. La pluma, cuidándola bien, pues puede durar
sé, 50, 100, no sé, 50 años, creo que sin problema. Y los artificiales, pues son más, duran, tienen la vida más corta. Say that the life from a town sleeping is very long. And one thing is, this is the down is natural material, so it don't change so quick. I think the animals are in 300 a year or 1,000 year. I think they have the same down, and this is an advantage that it don't becomes old-fashioned. When you have a synthetic one, okay, in 20 years you have better materials, but down, I think the down keeps is all the time the same. Die Down ist natürlich, verändert sich ja nicht, wird nicht überholt durch technische Neuerungen, weil es ist eben Down, es sind eben Federn. Ja, das ist der Vorteil von der Down. Die verändern sich ja nicht. Die Tiere, ist ja nicht, da wird ja nichts technisch, die bleiben ja, die verändern sich ja nicht durch den Fortschritt. Es sei denn durch Genmanipulation oder was weiß ich, vielleicht, dass man da hochgezüchtete Federn macht. Aber ich gehe mal davon aus, wir das nicht mehr erleben werden. Bis man sowas technisch dann auf die Reihe kriegt. So, jetzt muss ich ja hier erstmal das Säckle finden von dem hier. Das war der Original Kompressions. Ja, hier ist das. So, dann tue ich das hier. Ja, es ist natürlich so, wenn man den ohne die verstauben ja auch. Hier, so wie Kompressionssack. So, und da kommt jetzt hier ich lasse hier oben natürlich ein bisschen, dass da die atmen können. Die wollen wir hier so machen. Pero, vieja, esta bolsa vieja con agujeros. Kein Unterschied. Zwei. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5.
5. Und die fallen allein durch das Eigengewicht. Die fallen durch das Eigengewicht, drücken die sich selber platt. Ihre Daune sieht man. Das sind ungefähr 1,5 Kilo. Und das, oh, schätze ich, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 Kilo. 6 Kilo. Und das mal als viermal so viel. So. So, das war hier. Das ist natürlich das Problem, dass die Schlafsäcke viel Platz brauchen. Deswegen kann ich mich nicht für 20 Schlafsäcke hier zulegen. Da braucht man ja wahnsinnig viel Platz. He dicho que no se puede uno comprar 20 sacos de dormir. Uno necesita un montón de de espacio. You need a lot of place. You have a lot of a lot of sleeping bags, down sleeping bags. Welche würde ich mir noch weitere Schlafsäcke kaufen? Daumenschlafsäcke. Pregunta es si me compraría más saco de dormir. The question is, would I like to buy more sleeping bag? I would say yes, not for winter, but for summer. A lighter one, for example, Yeti, Vivacero or Cumulus. 125, me compraría uno del Cumulus, de la empresa Cumulus, o 125, o el Yeti Fibra Zero, porque son 200 gramos menos, 200 gramos weniger, es less, 200 gramos less, but I think not more. Why? ¿Por qué? Podéis haceros un sistema, ihr könntet euch ein Schlafsystem machen. Por ejemplo, podéis meter el saco de verano en el de invierno. Ihr könntet den Sommerschlafsack als Inlay oder in den Winterschlafsack tun. You can put the summer sleeping bag inside the winter's sleeping bag, and you have an enormous increase of temperature. Ihr habt einen riesen Gewinn an Temperatur durch dieses Schichtensystem. Podéis con ese sistema pues aumentar mucho la temperatura poniendo uno dentro del otro. Por eso prácticamente no tengo, y luego tengo, no tengo dos, sino tengo tres. Si pongo los dos a la vez, tengo uno, diría yo, en vez de tener 2 grados, tendría pues 8 grados, ganaría 8 grados, 5 grados bajo cero. Yo diría así, 5 grados bajo cero. Y eso no usando ropa de merino o un inleo de seda. Ich hätte dann praktisch einen Temperaturbereich, Komfortbereich mit den beiden, wenn ich die ineinander stopfe, zusammen benutze von minus 5 Grad anstatt 2. Habe ich noch nie gemacht, weil kann ich ja gleich sagen. In this case, using both sleeping bags, you have a
in this case, comfort temperature of minus 5 degrees. You have in total a little bit more weight because you have more layers or more material what is not down. But you save a lot of money, and you must keep in mind for the best you save more weight if you have exact the dimension of when the sleeping bag is dimensionized for this temperature, so you don't need, you don't take too much weight what you don't need. Also ihr habt dann natürlich wichtig ist, nicht zu viel Gewicht mitzunehmen, Schlafsack über zu dimensionieren, sodass ihr praktisch umsonst schläft. Ihr habt ein Schlafsystem, wenn ihr mehrere Schlafsäcke verwendet, die an die Temperatur mehr oder weniger angepasst sind. So, using three, I don't know if it's possible using three with three. Well, I would let three because I have inliner. Ich habe auch noch ein Seileninlay. Das bringt auch noch mal 3 bis 5 Grad. Also eher, ich würde sagen eher 3. Hersteller geben an 5 Grad. Auf jeden Fall. Aber ich verwende das hauptsächlich nicht um die Temperatur zu steigern, sondern den Seileninlay, also in den Schlafsack, im Schlafsack, weil ich den einfach super waschen kann in der Waschmaschine. Und das ist wesentlich einfacher, ein Inlay zu waschen als Schlafsack. Und so ein Seidenlinie wiegt 120 Gramm, mit relativ wenig. Und es macht sich bemerkbar, auf jeden Fall deutlich bemerkbar bezüglich Temperatur. If you put an Inlay, a silk Inlay,